Shalom, Shalom. Heute möchte ich noch einmal ein Thema aufgreifen, und zwar, wie Gott zu uns spricht durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Wisst ihr, wenn wir die Heilige Schrift lesen und sie studieren und meditieren, das heißt auch darüber nachdenken, nachsinnen, gibt uns das Richtung und Wegweisung im Leben. Wenn wir jedoch nicht in der Bibel lesen, öffnen wir uns allen möglichen anderen Stimmen. Das Wort Gottes schult unser Hören und unseren Glauben, sodass wir unterscheiden können, was von Gott kommt und was nicht. Für viele Situationen ist der Wille Gottes bereits so klar in der Bibel dargelegt, dass es Unsinn wäre, noch auf eine weitere Wegweisung von Gott zu warten. In anderen Momenten ruft uns Gott aber auch eine bestimmte Bibelstelle ins Gedächtnis, die dann für uns ganz persönlich gilt. Und da möchte ich heute einige Schriftstellen aus dem Alten Testament lesen. Denn ihr Lieben, das Alte Testament ist ein Schatten dessen, was im Neuen Testament dann erfüllt wurde. Der Herr Jesus hat jeden Tag nur getan, was er den Vater hat tun sehen. Und er hat gesprochen, was er den Vater hat sagen hören. Und das ist unsere Wegweisung. Und dazu müssen wir aber auch wissen, wo ist das Herz des Vaters. Und da möchte ich euch heute einmal konfrontieren mit der Frage, was glaubst du, ist das wichtigste Wort in der Bibel? Ich habe es schon vorher mal erwähnt. Es ist das Wörtchen wenn. Wenn du und ich das tun, was Gott uns aufs Herz legt, dann wird er tun, was er uns verheißen hat. Zum Beispiel, also im Alten Testament haben wir natürlich viele, viele Offenbarungen des Herzens Gottes, was er uns ans Herz legt, wie wir leben sollen. Und im Neuen Testament hat Jesus dann das in zwei Prinzipien zusammengefasst. Erstens, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was wir sind und haben, dass er die absolute erste Stelle in unserem Leben hat und dann den Nächsten wie uns selbst. Und ihr Lieben, wenn wir wirklich wissen wollen, wie wir Gott lieben können, dann sollten wir die ganze Bibel lesen, auch einmal das Alte Testament. Denn im Alten Testament spricht er sehr viel über seinen Charakter, wie er uns sieht als Menschheit. Und da möchte ich euch jetzt einfach einmal nur ein Kapitel vorlesen, und zwar ist es im 5. Mose 28. Und zwar die Ankündigung von Segen und Fluch. Und da ist das erste Wörtchen, wenn. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, dann werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gott ist ein guter Gott. Der will dich segnen weit über deine Vorstellungsvermögen hinaus. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass Gott mich auf dieser Welt so segnen kann und so segnen will. Denn je mehr wir gesegnet sind, umso größer können wir als Segen auf dieser Welt wirken. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen, wider dich, und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten, dem Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt, und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat,
weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt wird und werden sich vor dir fürchten. Das heißt, sie werden Ehrfurcht bekommen. Sie werden Respekt vor dir bekommen. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers, an dem Land, in dem Land, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segnet alle Werke deiner Hände. Ihr Lieben, es geht noch weiter, aber ich möchte euch nur sagen, wir haben im Januar, Februar ist ist immer Trockenzeit. Auch hier werden wir in der Trockenzeit. Und es regnet, es gibt keine Überschwemmungen, aber unsere Felder werden täglich oder jeden zweiten, dritten Tag getränkt durch den Regen vom Himmel. Und dann noch etwas. Einige Male hatte ich schon mit Zauberern zu tun und Menschen wie Witch Doctors. Und die haben natürlich keine Freude mit meinem Kommen, weil sie spüren das Licht. Und ich habe dann prophezeit, was Gott tun wird. Und sie haben nur gelacht. Und er hat genau getan, was ich prophezeit habe. Seither ist der Ruf, den ich besitze, passt auf, der Gott der Mama Maria ist stärker als der unsere. Und das freut mich. Wir dienen dem stärksten Gott, dem liebevollsten Gott, dem Gott, für den nichts unmöglich ist und der seine Kinder liebt. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. So, das sind jetzt insgesamt bis daher 14 Verse gewesen. Nur Segnungen, wo immer du bist, was immer du angreifst, so ähnlich wie der Josef, ja? Wo immer er war, war der Segen Gottes auf ihm. Und die Menschen um ihn herum haben erkannt, Gott ist mit diesem Mann. Und er wurde ganz gleich, was die Menschen mit ihm treiben wollten oder ihm antun wollten. Er war immer der erkannt wurde, dass Gott mit ihm ist und auch dann das Wohlwollen seiner Vorgesetzten bekommen hat. Und jetzt kommt das zweite große Wenn. Vom Vers 15 an bis zum Vers, lass mich mal schauen, Vers 68. Da kommt jetzt das Negative, was uns folgen wird, wenn wir die Wenns nicht einhalten. Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Ihr Lieben, von Vers 16 bis zum Vers 68 sind 56 Flüche. Möchte ich gerne, dass du selber durchliest, was die Konsequenzen des Ungehorsams sind. Wisst ihr, wenn ich meine Hand auf eine heiße Herdplatte lege, kann ich mich doch nirgends beklagen, dass ich Verbrennungen habe. Und wenn wir den Ordnungen Gottes ungehorsam sind, dann können wir uns nicht beklagen, dass wir dadurch Konsequenzen haben, die wir tragen müssen. Und in unseren Tagen sehen wir ganz viele Konsequenzen, die durch diesen Ungehorsam der Menschen, wo wir einfach geglaubt haben, wenn uns was nicht passt, machen wir ein neues Gesetz. Und jetzt sehen wir die Konsequenzen. Ihr Lieben, kommt zurück und kommt zum Herrn. Und da möchte ich euch jetzt aus dem Propheten Jesaja vorlesen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch,
Reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn, wieder wenn, eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, dann soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. Wisst ihr, die Bibel ist schwarz und weiß, Licht und Dunkelheit. Und wir haben uns jetzt jahrzehntelang versucht, im Schatten zu bewegen. Weder Licht noch Dunkelheit. Und das will Gott jetzt aufheben. Das tut er auch. Das tut er jetzt auch. Ihr Lieben, lasst uns zurückkehren zum Herrn in der Furcht Gottes, das heißt in der Ehrfurcht vor seiner Wahrheit, denn er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe, ihr Lieben. Wir sind nicht die Götter dieser Welt. Wir stehen unter der Autorität des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Und je mehr wir unter diese Autorität kommen, je mehr wir in dieser Autorität wandeln, freudig, dankbar, gehorsam. Und das ist im Deutschen so ein schönes Beispiel. Gehorch. Gehorch. Geh und während du gehst, horch auf Gott und tu, was er dir sagt. Es ist nämlich falsch, wenn du in der Früh nur sitzen bleibst und wartest, bis Gott dir deinen ersten Auftrag gibt. Mach einmal das, was absolut logisch ist. Ja. Zähne putzen, abwaschen, duschen, anziehen, frühstücken. Aber auch da kann Gott schon hineinsprechen, denn er liebt gesundes Essen, ihr Lieben. Er liebt frische Früchte, er liebt gute Sachen für diesen Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also fangt an, auf Gott zu hören. Und ich garantiere euch, euer Leben wird so lebendig werden. Denn für mich ist das Schönste Kommunikation mit den Menschen, die ich liebe, mit meinen Kindern, auch mit meinen Tieren. Selbst meine Tiere reagieren auf meine Kommunikation und verstehen mich. Denn ich bin überzeugt, dass die Tiere im Paradies gesprochen haben. Die hatten eine Sprache, die Schlange hat gesprochen. Und der Fluch hat die Kommunikation unterbrochen. Und da sind wir immer noch behaftet, dass Kommunikation ein großes Kapitel in dieser Welt ist. Aber je mehr wir in diese totale, hingegebene Freude kommen, hier bin ich, Vater, verwende mich. Was sind deine Pläne für mich? Was möchtest du durch mich auf dieser Welt erreichen? Und wenn wir sein Reich und seine Gerechtigkeit zuerst suchen, dann, ihr Lieben, wird uns alles andere zufallen. Alles andere. Gott ist ein Gott, der will dich beschenken, der will dich segnen, der will durch dich Großes vollbringen, was du dir hättest nie vorstellen können. Also kommen wir in Demut, das heißt, ich will Gott groß machen, nicht mich selbst. Kommen wir in Demut und Gottesfurcht, das heißt Respekt vor seinen Ordnungen zu ihm. Und dann verspricht uns das Wort Gottes Reichtum, Ehre, Leben. Und das wird uns zufallen. Da musst du dich nicht abrackern. Und du wirst auch nicht krank davon, sondern du wirst gesegnet. Ich vertraue, dass diese Worte, die Gott mir heute ans Herz gelegt hat, in deinem Herzen Raum finden. Und du bereit bist, dein Herz durch die Wahrheit Gottes reinigen zu lassen. Dein Herz vom Wort Gottes durchforschen zu lassen. Und dein Herz mit dem Herzen Gottes eins machen lassen. Du wirst es nicht bereuen. Der Herr segne dich, er liebt dich und er will das Beste für dich. Vergiss nicht, wenn, dann, wenn wir tun, was er von uns möchte und was er geplant hat, dann fließt der Segen, wie du es dir in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen kannst. Ich erlebe es.
Shalom, shalom.